Einlasskontrollen am Schultor. Hier in die Spreewald-Grundschule kommt künftig keiner ohne triftigen Grund herein. Private Wachmänner sollen Drogenabhängige und Fremde abschrecken, die sich immer wieder auf den Schulhof schlichen. Der Hilferuf kam von Schulleiterin Doris Unzeitig, die heute dann doch das Handtuch warf, weil sie sich von den Behörden im Stich gelassen fühlte. Nur ein Beispiel für ein berlinweites Problem. Die Spreewald-Grundschule ist aber bei weitem nicht die einzige Schule, die in Berlin mittlerweile Wachpersonal braucht. Auch hier in Neukölln werden mittlerweile 8 Schulen bewacht. Dazu gehört auch die Rüttli-Schule hier hinter mir. Und ich will mal der Frage nachgehen, wie viel bringt das eigentlich? Was kann so ein Wachschutz wirklich leisten? Ich treffe den Vorsitzenden der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft in Berlin. Tom Erdmann ist selbst Lehrer und kennt die wachsenden Probleme auf und außerhalb des Schulhofs. Dass nun sogar Grundschulen Wachschutz nötig haben, sei nur die Antwort darauf. Also eine angemessene Reaktion? Ich bin über jeden Fall traurig, wenn Pädagogik an die Grenze gekommen ist und Wachschützer in den Schulen aktiv sein müssen. Das kann nur der letzte Strohhalm sein, nachdem eine Schule greift. Im Vordergrund müssen pädagogische Maßnahmen stehen. Aber klar ist auch, Schule kann nicht der Reparaturbetrieb der Gesellschaft sein. Zwielichtige Gestalten und Schulfremde fernhalten, das ist Aufgabe des Wachschutzes, der vom Bezirk finanziert wird. Mit Gewalt unter Schülern haben die Sicherheitsdienste allerdings nichts zu tun. Das bleibt Aufgabe der Pädagogen. Trotzdem finden einige Eltern die Kontrollen erstmal positiv. Das ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, dass jetzt fremde Leute in die Schule und in die Toiletten reinkommen. Wenigstens ist ein bisschen mehr Sicherheit da. Ob das bringt, weiß ich nicht, aber Schaden tut es mit Sicherheit nicht. Der Wachschutz als letztes Mittel könnte also für die Schulen durchaus hilfreich sein. Man muss aber klar differenzieren. Der Wachschutz darf weiterhin sich nur um die Konflikte mit schulfremden Personen kümmern und nicht um die Konflikte zwischen Schülern und auf dem Schulhof. Auch diese gibt es natürlich und auch die müssen weiterhin angepackt werden. Ja, Sie haben es gesehen, das war der falsche Beitrag. Das war die Kollegin Vanessa Kokodai. Und da ging es eben darum, dass immer mehr Schulen bei uns in Berlin durch Wachpersonal geschützt werden müssen.